Heute ist Sonnabend, immer noch grau. Das sind wirklich jetzt 3 Monate fast durchgehend grau. Deswegen sind auch sämtliche Videos total unansehnlich. Ja, da muss man schon irgendwie besonders Spaß dran haben, mitzumachen. Das ist wichtig. Es ist auch wirklich, wirklich, wirklich ein anderer Ansatz hier. Also all dieser Marketingkram, dieses ich mache das damit, also als Unterhaltung. Ich versuche das ein bisschen, aber in erster Linie geht es ja darum, dass ihr selber quasi so eine Praxis entwickelt. Also die Motivation muss schon in euch sein. Und das kann ich auch verlinken. Also es gibt einen Wissenschaftspaper darüber, dass zum Beispiel Laufen bei manchen Leuten dazu führt, oder sogar bei vielen, dass sie quasi dem, worum es eigentlich geht, entfliehen. Und dann wird es sogar, also gesundheitlich nicht gut, ne? Und die werden abhängig davon, also von diesem Laufen, um sich abzulenken. Und das gibt es in allen Sportarten, auch hier. Also manchmal von ich gehe zum Qigong, um mich wohl zu fühlen. Ich mache Meditation, um mich wohl zu fühlen. Das ist dann so punktuell. Das Schlimme ist, wenn ich das jetzt verkaufen wollen würde, dann müsste ich ja genau das anfokussieren, weil die Leute wiederkommen. Ein anderes Beispiel ist ja egal, wer das war. Es war jemand hier vor 3 Jahren, vor mittlerweile 4 Jahren, ein einziges Mal, ich habe mich mit diesem Menschen kurz beschäftigt, konnte nicht gut, also hat nicht viel gesprochen, deswegen dachte ich, es wäre etwas deplatziert, ja, aber ich habe mich trotzdem mit diesem Menschen beschäftigt, und dieser Mensch ist nach 3 Jahren einmal wiedergekommen, hat gefragt, ob er teilnehmen darf. 3 Monate später ist dieser Mensch einmal wiedergekommen, hat eine ganze Session mitgemacht und ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Und ich glaube, dieser Mensch hat enorm viel gelernt. Das ist gut. Dafür ist das. Und dieser Fortschritt, dieser gesamtheitliche Weltanschauungs-, Körperbewegung, Wissen über den Zusammenhang Körper, Gefühl, Geist, Konstrukte, das ist sehr umfassend, und kleinste Anstöße sind enorm lehrreich, aber brauchen eben bei manchen Leuten zum Verdauen Jahre. Ist okay. Darum geht's. Und wenn ich das anders machen würde, dann würde ich zu diesen Lehranstößen nie kommen. Nie. Um das mal zu verdeutlichen. Also es ist wirklich ein extremer Unterschied. Deswegen, also wenn euch das klar ist, dass zum Beispiel im Gesundheitswesen es fehlplatziert ist, das auf Leistung und Wettbewerb auszulegen, wie wir langsam im Gesundheitswesen sehen, das war in der BRD nicht so, es ist dann eingeführt worden in den 90ern, in einer noch tieferen Stufe wird klar, wovon ich rede. Und ich glaube, das zieht sich überall durch. Also wenn ich dran denke an einen alten Tischlermeister, den ich noch kennengelernt habe, als ich Tischler wurde, der gesagt hat, das macht alles keinen Spaß mehr, man kann da nicht mehr mit dem Herz bei sein. Das zieht sich im Grunde genommen, ich glaube, Friedman war das, der diese Gewinnmaximierung als Unternehmensziel angesetzt hat, zieht sich quasi seitdem durch die ganze Gesellschaft. Und dann kam noch der Computer, man konnte jede Zigarettenpause ausrechnen, oh, das ist viel zu teuer und so. Und bis es jetzt langsam wieder umklappt in die Leute brauchen in 90 Minuten eine 10 Minuten Pause, um sich zu sammeln, und vielleicht reichen 3 Stunden am Tag konzentrierte Arbeit, und dann arbeiten sie für Charity, um wieder einen Sinn da drin zu sehen. Arbeit ist nicht als zum Arbeitsplatz da, sondern Arbeit ist, um Arbeit, das, was gemacht werden muss, zu erledigen. Und das Ziel ist es zu erledigen, und dann habe ich viel Zeit. Und wenn ich das automatisieren kann, ist das gut.
Nur eben muss auch Happy Happy auf den Tisch kommen. Und dieses, ne, sind viele, viele Themen wieder, die da zusammenhängen. Ich schreibe da was drüber. Es wird wohl nicht im Internet landen, höchstens als Buch, weil das wird viel zu viel. Hängt alles hiermit zusammen und wir fangen jetzt auch an. Das ist eine Session ohne Tai Chi, glaube ich mal heute. Es geht noch weiter. Also diese eine Übung, Schnabelhand mit Klaps, die werden wir wahrscheinlich noch bis Mitte nächsten Monats machen. Wenn nicht sogar bis zum Ende. Mal schauen. Einschwingen. Chi wecken. Stehen, bewegen wie ein Baum und irgendwas. Vielleicht die Harmonie der fünf Wandlungsphasen. Ich habe es letztes Mal am Mittwoch so gemacht. Vielleicht reicht mir das. Vielleicht reicht euch das. Okay. Also schütteln auf der Stelle ist, um festzustellen, was ist in meinem Körper los. Ist mir zu kalt, ist mir zu warm, wo muss ich heute besonders drauf aufpassen, all sowas. Ne? Also ich habe noch eine andere Mütze mit, falls meinem Kopf zu kalt wäre. Die Finger ziehe ich schon aus den Handschuhen, auch wenn es nicht ganz so kalt ist. Das ist wieder diese um 0 Grad Geschichte. Schultern kreisen. Ich gehe so ein bisschen in die Hocke kann man das fast nicht nennen, aber ich versuche aufrecht ein wenig meine Knie zu bewegen. Und meinen Kopf schon auszurichten, das ist glaube ich auch wichtig. Also aus diesem Nacken rund Handy Nacken wegzukommen, das dauert ewig. Es ist auch die Schlafposition, die da mit drin ist, angezogene Knie, mehr auf dem Rücken schlafen, dann kann man nicht schlafen, kriegt man nicht richtig Luft, weil das alles komplett anders ist auf einmal und so. Also mehr auf dem Rücken schlafen ist gut, weil diese seitliche Schlafengeschichte drückt hier diese Schultern immer rein, dann hat man so ein eingedellte Geschichte, Verkürzung der Sehnen durch angezogene Beine und dann sitzt man auch noch auf dem Stuhl viel. Gehört alles hier mit zu und das ist halt diese Grundstellung zum Beispiel, ist ein Versuch, ein niemals endender, sich nach oben auszurichten und trotzdem stabil, flexibel zu stehen. Und wir gehen zum Chi-Wecken über. Für mich war die Feststellungsphase schon ausreichend. Und langsam. Langsam einatmen, zum Himmel gestreckt sein lassen. Und nach unten flexibel, geerdet, entspannt, stabil. Na, da legt sich das Mittagessen, obwohl ich da ist, ist ja auch schon wieder über eine Stunde her. Aber das macht dieses Körperwelle, vollständig atmen, ist auch wichtig für die ganzen inneren Organe.
Und dieses Zugucken alleine, das ist mir auch zu langweilig. Ja, also selbst wenn ich als Durchschnittmensch hierher kommen würde, jetzt genau neben mir stehen würde, ich hoffe, ich stehe nicht neben mir, darum geht es nämlich, dann und nur so aus nach außen orientiert wäre, dann wüsste ich auch nicht, was das soll. Ja, weil diesen Kreis hier vorne, so, das kriege ich schon einigermaßen hin vielleicht. Insbesondere, wenn ich nicht darauf achte, wie sich das anfühlt. Aber darum geht's. Körperwahrnehmung ist wirklich das Ziel. Also nicht das Ziel, gibt gar kein Ziel. Das ist das, was wir die ganze Zeit machen. Körperwahrnehmung schulen. Deswegen kann man auch nicht hierher kommen und großartig was lernen. Also wir machen die Tai Chi Form in 3 Jahren. Dauert in einem normalen Tai Chi Studio auch so lange. Dann habt ihr was zu lernen. Aber es ist ein Weg. Wie Yoga ist auch nicht nur diese komischen Gymnastikübungen, wo es auch nicht darum geht, dass man die super kann, sondern dass man dabei spürt, was der Körper so erzählt. Und das ist auch ein Teil von dem, was man bei der eigenen Meditationspraxis lernt. Also wir lernen in dem Sinne nichts. Also wir verlernen eigentlich alle unnötigen Muskelanspannungen und wir verlernen alle unnötigen Gedankenmuster. Das ist es eigentlich. Und das ist unüblich. Da kommt man hierher und will was Neues dazu lernen. Und man wird konfrontiert damit, dass man viel zu viel schon hat. Das wird langsam mal loslassen. Ja? Also unnötige Sachen festzustellen, braucht Weisheit, muss man auch üben. Und schon ist das nicht so eine Bespaßungsgeschichte. Knie anziehen und auf einem Bein stehen und dann andersrum und rumhüpfen und hast du nicht gesehen? Nee. Hochleistungssport ist hier Liebe, Mitgefühl, Mitfreude, Gleichmut. Das sind die Hochleistungen, die wir anstreben. Und was wir verlernen, ist das Gier, Hass und Verblendung. Das sind die Sachen, die wir verlernen. Und ersetzen durch Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gelassenheit. Und diese Formen hier gehören auch dazu. Ist gut für den Körper. Aber das ist schon fast eine Nebensächlichkeit. Nein, das nicht. Also für mich ist das auch wichtig. Und kurz bewegen wie ein Baum. Zieh trotzdem die Finger wieder ein. Gucken. Keine Finger in den Handschuhen. Ja, trotzdem einatmen, nach oben ausrichten. Ausatmen, ein bisschen flexibilisieren.
und fauler werden. Gelassener eigentlich. Ja. Faul ist ein bisschen zu dramatisch. Zum einen ist wirklich diese Entspannung beim Einatmen nach oben, die Entspannung nach unten beim Ausatmen. Und wenn ihr wirklich ein Ziel wollt, also mein, wie kann man das nennen? Also wenn ich merke, vom Herzen wird es warm, das innere Lächeln entsteht langsam, dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Wege bin. Und dann weiß ich, dass ich zumindest für diese verkürzte Live-Übertragungssession schon mal weiter bin. Wie fühle ich mich jetzt? Wie fühlst du dich jetzt? Ohne Antwort, ohne Geschichten, ohne nichts. Gefühl ist die Antwort. Körpergefühl. Also dann machen wir jetzt die Harmonie der fünf Wandlungsphasen. Das ist natürlich ein Konzept. Ja. Andere Qigong-Meister kommen dann auch viel eher und früher damit an, weil die es dann halt viel wichtiger finden, insbesondere wenn die nicht selber meditieren. Also ich habe, das wusste ich, habe ich mir selber nochmal klar gemacht, das war wirklich 1993, 94. Da habe ich mich damit nochmal beschäftigt gehabt und diese Harmonie der fünf Wandlungsphasen zum Beispiel, nicht zum Beispiel, darum geht es jetzt, dieses Konzept davon ist durchaus interessant. Alleine kann man das fehlinterpretieren, wurde auch, ne, es sind nicht Elemente, Feste, sondern es geht um die Abwandlung, also dieses ständige von einer Phase ins andere übergehende. Wuxi kann ich auch verlinken. Nur Konzepte sind, weil Affengeist möchte gerne alles in Schachteln und ordnen und so weiter. Ja. Und so ein Konzept hat das Problem des Kategorisierungsfehlers, kognitive Verzerrung. Dass man also Sachen in dieses Konzept reinpresst, weil man das jetzt kennt und alles danach ordnen möchte, kommt bei Yin Yang, bei Qi und bei diesem Wuxi vermehrt vor. Deswegen ist die Meditationspraxis dieses, nicht nur dieses Auschillen, sondern wirklich Lernen über die eigenen Konzepte, wie Körper, Gefühle, Konzepte anwerfen, die dann einfach vor sich hin ablaufen und ich selber komme da fast gar nicht mehr drin vor. Also dass das quasi schon die Person ausmacht, das ist enorm wichtig. Um dahinter zu kommen, zu sagen, jetzt bin ich quasi auf mich selber reingefallen, jetzt tue ich hier Sachen in ein Konzept, was nicht stimmt. Das kommt sogar bei Ärzten vor. Also das ist jetzt nicht, um die Ärzte schlecht zu machen, sondern zu zeigen, dass sogar hochgebildete Menschen dem nicht verfallen, sondern drauf reinfallen können. Dass also einfach mal eine Diagnose stellt für einen Patienten, einfach etwas zuordnet, weil man einfach denkt, das passt jetzt gut. Und das passiert hier auch. Deswegen ist es gut, das natürlich zu lernen, zu gucken, interessiert zu gucken, was ist das? Erstmal diese Geschichte der Fehldeutung, dass das feste Elemente sind. Nein, es geht um so eine Wandlung von diesen einzelnen Phasen. Es sind fünf Stück.
und Wandlungsphasen des Jahres zum Beispiel und schon alleine skeptisch zu werden, wenn man das allen möglichen Sachen zuordnet. Man kann das probieren, das ist okay. Ne? Rumspielen ist gut. Aber dann, wenn man das so einigermaßen durchdrungen hat, fallen lassen, weglassen, sich wieder davon lösen. Und dann später, viel, viel später, nachdem man eben sich selber festgestellt hat, also was man, wie man selber funktioniert, da immer mehr einen klareren Blick zu entwickelt, Körper und Geist zusammenbringt, Yoga, ne? Dann zu gucken, ich habe bei mir festgestellt, gibt es da eine Äquivalenz in diesem Konzept? Ja? Und das nicht reinquetscht, sondern einfach zu sagen, oh, hier könnte es passen, da wieder nicht. Erst wenn ich feststelle, dass da wirklich Diskrepanzen zu dem sind, was ich feststelle, wird es interessant. Ja, weil dann kann ich fragen, liegt das an mir, dass ich das noch nicht festgestellt habe? Oder liegt es daran, dass es einfach falsch ist? Kann auch sein. Ja? Also dafür offen zu sein. Wir machen trotzdem die Harmonie der fünf Wandlungsphasen. Ich beschäftige mich jetzt nochmal damit, ne, seit 1993, jetzt nochmal damit. Einfach weil es auch so ist, man kann das probieren, das sind ja fünf Formen, die in einer anderen Reihenfolge zu machen. Und man merkt, es tut nicht gut. Ja? Von daher, es gibt aus diesem Konzept, aus dieser Betrachtungsweise sicherlich auch Hinweise, um daraufhin etwas Neues zu entwickeln, ja? Oder eben sich mehr zur Gesundung zu entwickeln. Das ist gut, aber fällt eben nicht auf diese Konzepte rein, sondern geht da nach einer langen Zeit weise mit um. Darum geht's. Harmonie der fünf Wandlungsphasen, wir haben sie schon gemacht, trotzdem ist sie eigentlich immer wieder gut. Das soll Wasser sein. Ausatmend, so in die Hocke, wie es angenehm ist. Das ist die Wachstumskraft eines Schößlings, also nicht Holz. Das hier ist die Wärme des Herzens. Die sagen immer Herzfeuer, dann müssen sie es wieder vertreiben. Nein, es ist die Wärme des Herzens. Hier ist Gewichtsverlagerung und so weiter bei. Und diese Hände sind in der Höhe des Herzens. Das ist Erde. Ja. Magenhöhe. Und das hier ist Metall. Gegenüberliegender Hacken hebt ab. Zurück. Und es ist auch ein Einatmen und Steigen und Ausatmen entspannt nach unten. Ja. Ein, aus, ein, aus und so weiter. Also der Atem hängt da schon zusammen, mit zusammen. Ja, nur zweimal gleich. Nochmal sehr, sehr langsam. Zwei Durchgänge bis hierher.
gucken, ob ich das noch langsamer kann. Also wie es sich anfühlt, wenn ich das noch langsamer mache. Ja, ob ich da noch mehr entspannen kann. Ist auch kein Leistungsding, sondern noch feiner zu spüren, ob ich mich wirklich noch mehr entspannen kann. Wunderbar. Nee, von der Maus, von der Computermaus erzähle ich nicht. Also ich hatte Schmerzen, die sind jetzt am Abnehmen durch Entspannung. Ja? Also ich habe eben gemerkt, dass sogar ein Riesenberg an Schmerzen sich gelöst hat. Und zwar auf eine Art und Weise, dass sie dann in Zukunft nicht mehr so leicht wiederkommen. Habe ich in Englisch erzählt letzten Mittwoch. Qi einsammeln für diese Session. Danke fürs Mitmachen, für diese Session. Trotzdem nochmal einen Blick in die Technik. Okay, dann bis zum nächsten Mittwoch in Englisch, bis zum nächsten Sonnabend, wie eben gehabt, in Grau wahrscheinlich. Und ich glaube nicht, dass ich das noch hinkriege, diesen Winter noch eine Indoor-Meditationssession. Ich habe nochmal geguckt. Ich habe letztes Jahr auch immer drauf gewartet, auch bei Innenaufnahmen, dass die Sonne schien. Nur sie scheint nicht. Es scheint schon, hinter den Wolken. Okay. Und stellt Fragen. Weil es wird die Zeit kommen, wo ich dann auch immer weniger erzähle. Kann schon sein. Und dann müsst ihr, das ist generell so, dass normalerweise der Meister nicht so viel erzählt und ihr Fragen stellt, weil dann kriegt ihr eben Hinweise, die individuell auf euch passen. Jeder ist verschieden. Dann passt es besser. Besser als
das Gleiche immer wieder mit einem neuen Titel zu versehen, ne? Qigong für den unteren Rücken und hast du nicht gesehen, mache ich nicht. Ne? Weil es geht um die Körperwahrnehmung und die muss man eben immer weiter, muss man gar nichts. Aber da führt die Gesundung, da kommt die Gesundung her. Also nicht durch einmalig irgendeine Session machen und alles gut. So klappt das nicht. Und ihr wisst es auch. Also selbst ihr, die diesen Sachen hinterherrennen, ihr wisst, das geht so nicht. Ihr müsst da immer wieder, also ihr müsst ein eigenes Programm entwickeln, dem ihr folgt. Ist halt so. Danke nochmal. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Und entwickelt das innere Lächeln. Ist Ziel. Ne? Körperwahrnehmung und freundlich aufmerksam gelassen führt zu Gesundung und innerem Lächeln. Und zur Weisheit. Okay. Dann zurück zum Still. Zum Black. Und bis zum nächsten Mal. Yay!